So, neuer Tag, neues Glück. Hoffentlich funktioniert's jetzt besser. Okay, now I'm ready. Are you sure? Ja. Definitely. Hey, let's get set up for one last show. Yeah, one last show. What if Lars could see us now, eh, Eddie? Ich überspringe. Be surprised, oh. Really. You always said you'd lead us to a better okay. life. You've done so much for us. Never gotten much credit, or even time to rest. And you know, we've never had much time to get to know each other, not really. Have you ever wondered, Eddie, what if... No, don't sweat it. I'll take care of this one. Yeah. Ich kann das immer noch nicht überspringen, ne? Doch. Ja, sorry, aber wir hatten das Ganze ja jetzt schon gestern. Ja. Alles klar. Was? Natürlich deine... natürlich halte ich dir die Stange. Was? Incredible. Okay, das wird so nichts. Nee. Not enough pain. So. Moment. Genau, hier war ja was. Hey Leute! Fans. Ja, das kennen wir ja schon von gestern. Kommt her, komm. Bam! Nö, das kriegst du nicht hin, das kann ich dir sagen. Bam! Autsch. Okay. Oh. Ass kickers unite. Okay. Fand ich jetzt schon gestern eine ganz gute Idee. Kick some ass. Die halt frühzeitig zu abzuhalten vor Angriffen. Ne? So. Hey, cool. Nee, erstmal. Hey! Take no prisoner! Los! Hier noch ihr! Destroy! Lay waste! Ich will jetzt nicht wirklich, dass die hier irgendwas einnehmen. Wie gestern schon. Bring me their hands. Hat ja auch gestern eigentlich ganz gut funktioniert. Annihilate! So. Dude, over here. Moment. Dude, kill
Ja. Moment. Erst ein Donnervogel, dann die. Und jetzt mal hier alle sammeln, ne? So, sehr schön, da kommen sie auch alle. Wir haben alles erobert, ja. Der Schädelspalter. Ah, jetzt können wir aufwerten. I think my foot soldiers needed a boost. Sehr schön. Rausschmeißer, zwei Stück. Würde ich sagen. Ja, ja. So. Bin mal echt gespannt, wie das hier nachher läuft. Ja, wir können leider nicht einfach so hier von der Seite her rein. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, ich weiß noch, wie es geht. Bam! Na, komm. Na, komm. Hau ihn drauf und... Ah, sehr schön. Die hatte ich... Ist keiner gestorben, oder? Nee. So. Nee, ich hol erst die zwei Schädelspalter. Ja, sehr schön. Wir brauchen nur leider noch mehr Fans für den Felsbrecher. Ja, ist mir egal, ob du den Flügeln vertraust. Okay. Naja, ist das Gleiche zu sehen. Aber nette Details. Das auf jeden Fall. Yay, jetzt endlich. Oh shit. Oh. She's too hot. Gotta wait for her to cool down. I don't want to burn my fingers off. Ow. Oh. Back in business. Beer drinker. My friend gets away with it. Oh, yeah. Moment. This. Meine
Ihr habt meine Infanterie wurde ordentlich geradet. Aber okay. Die ist gleich wieder da. Oh, Ophelia wurde auch geradet. Ey! Ey! Take no prisoner. So. Ah, die Mädels da, die sind noch nicht bereit. Na? Die kann man ja auch gut gegen die einsetzen. Und das hat weniger Schaden gemacht, als ich gehofft hatte. Na komm! Geht doch gleich wieder der Felsbrecher. Ja. Ach, eigentlich ganz gut, dass ihr hier seid. Na komm, stirb endlich. Geh kaputt! Annihilate! Ah. Immerhin, die beiden haben's überlebt. Kill them all! Nee, dann abbrechen. Oh. Ich will jetzt sowieso abbrechen müssen. So. Hey, Eddie! Sieht doch gar nicht mal so super schlecht aus wieder. Oder? Keine Ahnung. Ich habe aber die Befürchtung, dass ein Rausschmeißer alleine nachher zu wenig sein könnte. Was haben wir da? Ja, doch, das dürfte zu wenig sein. So, und was euch angeht. Ah, das hat die nicht getötet. Also nicht komplett. Ass-Kickers unite! Oh, okay. Viel. Ah, die Gesichtsschmelze hat doch ordentlich was bewirkt. Okay, geil. Das erfreut mich. Noch ein bisschen weiter nach vorne können wir. Ass-Kickers unite! Und reicht das? Ja, dürfte. Ja! Sehr gut. I'm superhuman! I love you, Hunter.
Okay. Bring me their head. Eddie, I don't like the looks of that tree. Ja, ich auch nicht. It's moving and it's got crows in it. The whole flock. It's called murder. Na komm. Komm. Was soll... Okay. Nice. Na, kommt ihr da raus? Wäre geil, wär nicht. Nö, kann ich nicht. Ah. Geht das so? Ich weiß nicht. Ja, doch. Ich meine, der ist beschädigt worden. Ja. Komm. Blade-Hedge-Angriff auf die... Ja, komm. Yeah! Geil. Gott. Okay. I'm gonna finish my father's mission and kill the Emperor. Don't make me kill you too. Are you forgetting that the Emperor and your father were traveling companions? Yeah. The Emperor and my dad went to the future. But then the Emperor came back here, ironically, just to be killed by me. The Emperor never came back. What? I've seen him. You were with me when we saw Emperor Deviculus, remember? What? You think Deviculus? You think he was the Emperor back then? Oh, poor boy. Ja. Aber okay, der Blade-Henge-Angriff war's. Ein Mysterium. Also, Ballon. Wer ist dort drin? Was will er? Was für ein Leben muss dieser verrottende Leichnam geführt haben, wenn er in der Lage ist, derartigen Schaden unter den Lebenden anzurichten? Das sind alles wirklich gute Fragen, die uns nie beantwortet werden. Ein Unterstützungsfahrzeug, schädliche Asche, schwächt die Gegner und sorgt dafür, dass sie durch Angriffe mehr Schaden erleiden, besonders effektiv gegen Gebäude. Ja, klasse. Kann gefahren werden. Ophelia schleudert Grabuhren auf das Schlachtfeld. Die Explosion verursacht bei Gegnern kontinuierlichen Schaden und bewirkt bei verbündeten Infanterieeinheiten eine langsame Heilung. Okay. Ist, glaube ich, die einzige Heilmöglichkeit für die Drowning Doom. Oder? Ich weiß nicht mehr genau. Achso, nochmal. Falls ihr Gefecht mit der Drowning Doom bzw. auch der Tainted Coil sehen wollt, ne, dann schreibt mir das in die Kommentare. Naja, der Baumbuckel. Baumbuckel verliert nicht viele Worte, sondern lässt lieber seine Krähen für sich sprechen. Zeitweilig ist er in einem Aushilfsshop bei Plants vs. Zombies tätig. Na mal ernsthaft, der sieht echt so aus, ne? Naja, gewaltige Fernkampfinfanterie. Juhu. Kann geritten werden. Alles klar. Ophelia beschwört Baumbuckel aus der Erde herauf und sitzt dann in seinem Baum, während er über das Schlachtfeld walzt. Baumbuckel verfügt über einen mächtigen Nahkampfangriff und seine Krähen greifen beständig an, während die Teamaktion aktiv ist. Okay, dann ist das eine Einheit, die man beschwören kann, oder wie? Oh, weiß ich nicht mehr. Ich habe die Gefechte nicht wirklich gespielt, daher. Greetings, Axeman. What do you think? Is she lost forever? Can the old Ophelia be brought back? The answer is in her heart.
Hold on to it. Kind of sappy, but okay. I'll remember that. Yeah. You have any idea what Ophelia thought was so funny about the Emperor? Some mysteries are better left unsolved, Eddie. Now come on, let's get out of here. Ja. Ich hab's ja schon gespoilert, beziehungsweise die. Watch your breathing. Die Legenden haben's ja eigentlich gespoilert. Did you hear all that crazy stuff Ophelia said? I was back in the kitchen during that. I'm kind of a stress eater. Okay. Hey, who was Emperor back when my dad was around? You know, I was drinking a lot back then. Didn't really follow the news too much. Okay, alles klar. Well, I guess I should go finish this. I feel a real sense of closure. I say we go home. Ja, ist ja gut. Dann machen wir das jetzt. Leda? I want to go up there and end this myself. But I just feel like I don't have the stomach for it anymore. Some people can run on vengeance forever, but not you. You're a leader. A hero. Just like Lars. And you? I'm not going up there for vengeance. What are you going up there for? I'm just cleaning up a mess. Moment, ich hab was or vergessen. Or I will, very soon. Stand guard here, will you? Don't let anybody in. Or out. Kurz noch gucken. Nope. Alles erledigt. Okay. Keine Mission. I'm gonna clean up that mess with Ophelia. Ja. Yep. That's my job. Bye, Eddie. Ja. How do we stop this, Ophelia? One of us has to die. Okay. I nominate the person who sold us out to the demons. You're right. Better you than me. Please do not stop. You two have been having such an entertaining war. I see you called in your boyfriend for help. Eh, Sikoria? No, wait. Sikoria? Sikoria? This girl, this sad human girl. Oh, you think she is the grand demon witch? The white-winged death? This soggy puppet couldn't hold a candle to Emperor Sikoria. The Emperor was our most fierce, our most bloodthirsty warrior. Oh, I'll admit I was pleased when she left our time, her throne unattended. But when she did not return, I mourned for her. I thought she had failed. What are you talking about? She did fail. My father killed her, right? She's never coming back. That's not exactly what your father did to her. The road can be a lonely place, don't you think? No, she succeeded in sending us a great wealth of secrets. Not from the future, but from our past. Through the vessel of her own child. Thank you, son of Sikoria, for completing your mother's mission, for teaching us the secrets of the Titans, and ensuring our rule over this land forever. But you said... That I smelled her blood in the temple. I did. Just as I can smell it now. Coursing through your veins. No way. Imagine my relief when I found out it was just you and not Sikoria back to fight me for the throne. Why are you acting so surprised? You're wearing her shirt. You're wielding her axe. Now, we may finally crush this Black Tear rebellion forever. Starting like we did the last time. By tearing out
It's hard. Oh. Ophelia! Oh, please. That was nothing compared to what you did to her. You made her into a little monster. Now let me show you how to make a big one. Let it go. Mangus, get back on the board. Ja. Shit. Moment. Wie keulich Rashi. Ja, nicht hier. Bild. Ah. Die Armee der Tainted Coil folgt einer strikten Hierarchie, an deren Spitze die kampfenden Kriegspriester und Segensspender stehen. Doviculus Bühne produziert ausschließlich diese drei Hierarchieeinheiten, die ihre Schergen dann durch Doviculus Teamaktion direkt auf das Schlachtfeld rufen können. Während einer Schlacht unterstützen sich die Hierarchieeinheiten und ihre Schergen gegenseitig. Schergen in der Nähe der Hierarchieeinheiten werden langsam geheilt, während diese selbst schnell geheilt werden, wenn sie von ihnen umgeben sind. Dieser Umstand macht es nahezu unmöglich, stark unterstützte Hierarchieeinheiten auszuschalten, ohne vorher die Schergen aus dem Weg zu räumen. Alles klar. Nee. Okay. Coil-Generationen. Die Tainted Coil ist in der Lage, verbesserte Trupps der zweiten und dritten Generation zu produzieren. Dies geschieht, indem eine Hierarchieeinheit eine andere Hierarchieeinheit niederer Stufe herbeiruft. Ein Kriegspriester kann so beispielsweise eine Kampfnonne der zweiten Generation erschaffen, die dann ihrerseits mächtige Schergen der zweiten Generation herbeirufen kann. Ebenso kann ein von einem Segensspender erschaffener Kriegspriester der zweiten Generation eine Kampfnonne der dritten Generation erschaffen, deren Schergen dann wiederum fast doppelt so mächtig sind, wie sie normalerweise wären. Okay. Everything in that general direction must die! Okay. Destroy! Annihilate! Roger. Oh yeah.
Ich weiß nicht, ob wir das so schnell machen können. What? Ey! Na komm, stirb. Relax, lame. What a quitter. Pointless to resist. Ach, wahrscheinlich kann ich den gar nicht so töten. So. Eviscerate. Ja. We need to attack the side. Bring down those heads. Ja. Was ist das an? Nice one, Eddie. Lay waste. Ja. Geht wieder zurück. Nee, nicht die Gesichtsschmelze. Hier. So. Genau. Sehr schön. Oh je. Totem-Sklaven oder so. So. Das sollte jetzt hoffentlich erstmal reichen. Und jetzt können wir endlich mal dafür sorgen, diesen Kampf zu beenden. Weil im Grunde ist dieser Kampf viel zu einfach, wenn man weiß, was zu tun ist. Ja, genau das. Wie lang geht der Lore hier noch? Oh. Ups. Ah, okay. Wir müssen doch erst noch angreifen. Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Nee, falsch. Leute! Freeze! Kill them all! Kick some ass! Hey Eddie, wanna hook up? Ass kickers unite! Kill them all! Hier, da! Na, ah, wen haben wir da? Ein Kriegspriester. Nein, 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 nein. Du machst gar nichts. Und ja, jetzt wisst ihr auch, woher das Modell kam. In einer der ersten Folgen. Oh, shit. Ah! Das ist ein blutender Tod, aber das ist... Ja, ich weiß. Get up, you! We got Nö. Eddie, we killed one of the heads. I'm not so sure it's dead. Nein, er ist nicht tot. Aber er wird es sehr bald sein. Warum? Wegen der besten Technik, die es überhaupt gibt. Wir wissen ja schon seit Star Wars, ein riesiger Supersternzerstörer bringt dir gar nichts, wenn dein Gegner einen A-Wing hat. That one was for Ophelia. You know, I'm glad now that your mother refused my advances all those years ago, because at least I know you're not my son. There aren't many who can say that. Okay, das ist weird.
Also, dass halt nicht viele sagen können, dass sie nicht sein Sohn sind, ne? So. Leute! Bring me their head! Yep. Screw you, demons! Ja, los! Kannst du mal sterben? Okay. Ja. Destroy. I want that merch booth destroyed. So, mit den Roadies sollte das auch sehr schnell gehen. Na los, wirf! Boah. So. Ach nö. Ja, ja. Sind meine Roadies nicht da? Na klasse. Nee, Flammen des Inferno. 2-1-2-1-2-1-2-1-1. Was zum... Ach so, das ist, Strike of the demons himself! Ancient music lives within him! Nee. Hat noch nicht gereicht. Ah, der Ruf der Wildnis hat funktioniert und das Vieh ist auch in Mitleidenschaft. Und ja, nichts widersteht dem mächtigen Hexterdon, wissen wir ja. So, und jetzt ganz schnell hier weg. Los, Druidenflug, flieg und sieg! Ja. Ja, ich weiß, dass unsere Bühne angegriffen wird. Sollte man sich nicht zu sehr drum kümmern,
nicht kommt, der kommt mit unendlich Nachschub und sehr mächtigem. Hier geht's eher darum, das möglichst schnell zu beenden eigentlich. That one was for Lars. I'll give it up. Whatever victories your demon blood grants you will soon be unraveled by your human weakness. Come and see me when you grow a pair as big as your mother's. Okay, Sätze, die ich noch nie von einem Bösewichten gehört habe. Ja. Wer hofft das nicht? You did it again, sweet master. Scheiße. You know, you have your mother's eyes. And soon, so shall I. On a necklace, I think. Ja. Das war zu langsam. So, aber das sehen wir erst im nächsten Part. Bis dahin, Gruß, Synas Fan.